Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077. Das letzte Mal haben wir Hellmann ein bisschen befragt und ein paar Informationen aus ihm rausgequetscht und hatten dann auch noch einiges erfahren über Johnny und seine Motivation und wie er zu der ganzen Geschichte steht. Am Ende der Folge gab es dann auch viele, viele Anrufe von einigen bekannten Personen, die uns weitere Sidequests gegeben haben. Und ich würde jetzt trotzdem, bevor wir mit denen weitermachen, die Runde hier in den Badlands so fertig drehen und alle Nebenmissionen machen, die hier so interessant sind. Einiges davon sind auch wieder irgendwelche Fahrzeuge. Delamain ist anscheinend auch noch irgendwo hier. Und dann kehren wir hier zurück zum Cloud, wo wir mit Judy arbeiten. Und auch daneben scheint es so, als hätte diese Verkaufsmaschine irgendwie einen Auftrag für uns. Das ist nämlich auch genau hier gewesen, bei diesem Megagebäude. Das heißt, ein bisschen was zu erledigen. Aber im Prinzip kennen wir das ja auch nicht anders. Huch, und die Arch war anscheinend dort auf dem Hof. Hattest du dich da etwa versteckt? Einen Moment, ich drehe das Radio noch ein bisschen lauter. Das ist jetzt die maximale Lautstärke, aber ich höre das Radio kaum. Das ist schon seltsam. Auch die Gesamtlautstärke ist bei 100%. Was ist das denn hier? Noch ein kleines Motel. Hey, hast du von Militechs neuer mobiler Radareinheit an der Grenze gehört? Die ist schlecht für die alte Kaldos, fürs Geschäft und vor allem für mich. Ich will wissen, wie das Ding tickt, aber zuerst muss ich es in die Finger kriegen. Also beschaff mir das Teil und ich werde dich saftig entlohnen. Details anbei. Bitte nicht stealthy. Da müssen wir wahrscheinlich da einbrechen und das sieht sehr, sehr gut bewacht aus. Die Badlands sind ein empfindliches Ökosystem, in dem jedes Element eine wichtige Rolle spielt. Wenn man auch nur einen Aspekt verändert, gerät das gesamte Gleichgewicht aus den Fugen. Militech scheint das nicht zu verstehen und hat eine große Operation gestartet, um die Grenzen zu befestigen. Sie haben einen mobilen Radarprototypen, den sie derzeit in ihrem neuesten Außenposten aufheben und mit dem sie die Transporter der Aldecaldos tracken können. Wenn wir das Gerät in die Hände bekommen, können die Aldecaldos ein Störsignal kreieren, das dieses neue Militech-Spielzeug ganz leicht ausbootet. Wenn die Transporter wieder unsichtbar sind, ist das Gleichgewicht im Ökosystem wiederhergestellt. Schön. Also müssen wir da rein. Gut, da steht nicht, dass wir optional unentdeckt bleiben müssen. Das ist gut. Das ist ein feindlicher Bereich hier. Ich kann nicht mehr hier hochklettern. Das ist natürlich gemein. Oh. Einfach dran springen. Dann geht das. Hier war doch jemand, oder? Nein? Doch, über uns. Noch eins weiter. Ich muss immer an die Leiter springen. Vorsichtig. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass wir hier schleichen, aber ich probiere mal und schau, wie weit wir kommen. Das Ding könnten wir abreißen oder einfach ausschalten. Das ist schon cool, dass man einfach remote solche Dinge deaktivieren kann. Oh. Jetzt kommt gerade der Kerl und schaut hier rüber. Kann ich dich irgendwie ablenken?
Gegner in Alarmbereitschaft. Huh. Guter Sprung. Oi. Sind das Roboter? Der schleicht weiter. Oh, super. Level up. 26. Ist ja gut. Das kann ich mir nicht anhören, die ganze Zeit. Das Blöde ist, ja, dass diese Maschinen nicht looten. Das heißt, den Vorteil von unserem neuen Trade, den wir das letzte Mal geholt haben, den können wir uns nicht nehmen. Neu verwirren! Aber die Position hier ist ganz praktisch. Jetzt nehme ich mir alles mal mit. Wieder so eine schöne Waffe aufgenommen. Dann machen wir doch hier erstmal alles kaputt. Ich hab so das Gefühl, wir wären mit unserer eigenen Ausrüstung effektiver als mit dieser Waffe, die man immer so looten kann. Aber wenn wir schon die Option haben, dann können wir auch mit der hier rumballern. Die scheint auch irgendwie einen Rückstoß zu haben. Den hat es ein paar Mal jetzt niedergeworfen. Das scheint der Wagen zu sein. Position verloren! Komm her. Oh, wie es die Sachen einfach immer rumschleudert hier. So, noch irgendwas Wichtiges, Interessantes für uns. Eine blaue seltene Waffe. Musik ist auch cool. So, weg damit. Das ist ein sehr robuster Wagen. Macht zumindest so einen Eindruck. Oh, da habe ich was Episches gesehen. Das nehmen wir noch mit. Ja, sowas habe ich schon vermutet. Mindestlevel 27, ja, das braucht noch ein bisschen. Aber scheint anscheinend auch nicht besser zu sein als das, was wir jetzt schon haben. Fehlerbericht. Oh, was ist das hier? Dringend, bitte ersetzen Sie die Filter der mobilen Radareinheit. Das Fahrzeug befindet sich in der Garage hinter dem Gebäudekomplex. Genau, den haben wir auch schon. Den Wagen. Und schnell weg. In einem Kilometer. Oh, ich hoffe, dass wir dann immer noch in den Badlands sind.
Gibt's hier sonst noch irgendwas auf dem Weg? Mist, jetzt entfernen wir uns von dieser Nebenmission. Aber das ist drüben beim Sunset Motel. Ja, sehr ruhig hier draußen. Wo fahren die überhaupt hin? So, da wären wir Dakota. Huch. Oh Gott. Ja, angekommen. Mission abgeschlossen. Das ist also der Stützpunkt von Dakota. Können wir auch mal Hallo sagen. Großartige Arbeit, V. Wirklich genial. Meine Leute schrauben schon am Radar herum. Als kleine Überraschung für Militech. Deine Bezahlung kommt sofort. Gut gemacht, V. Ja, ich bin auch gerade da, um mal Hallo zu sagen. Ich höre zu. Da bist du ja. Ich dachte, Nomaden sind immer unterwegs. Aber du nicht? Leute wie mich nennt man Statics. Wir werden auch gebraucht. Jemand muss sich um die kümmern, die kommen und gehen. Schon klar, kümmern. Für den richtigen Preis. Korrekt. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Au contraire, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Das ist ein Ökosystem. Nomaden, Raffenschiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. Okay, du hast gute Musik hier laufen. Ja, gemütlich. Okay. Dann mach's gut und wir gehen mal kurz zu den nächsten Nebenaufgaben. Es ist jetzt wieder ein weiter Weg zurück. Ich fahre da mal hin und wenn nichts Interessantes passiert, dann sehen wir uns gleich da drüben. Ah, wobei, haben wir gerade noch gesehen. Wir können hier noch ein bisschen aufleveln. Ich würde die vielleicht gerne irgendwie noch auf 20 bringen oder den hier zumindest noch auf 16. Was ist eigentlich das hier? Aha. Irgendwie ein kaputter Bereich. Ist mir zuvor noch gar nicht aufgefallen. Na gut. Dann in den Klingen noch diesen feurigen Konter. Und dann sind wir richtig, schon eine richtige Kampfmaschine mit Pistolen und mit Klingen. Und dann fahren wir mit der Arch mal darüber. Bis gleich. Huch. Was? Wo will die denn hin? Ich habe mal auf den Rock-Radiosender gewechselt. Und wie schön, es läuft Samurai. Das heißt, wir können ein bisschen der guten Rockmusik von Johnny zuhören. Das ist Chippin' In. Das haben wir auch schon im Afterlife gehört. Ach du meine Güte. Haben wir gerade den Stein kaputt gemacht? Oje, Überfall im Gange. Oje, wenn die schon auf uns schießen,
Dann werden wir uns selbstverständlich auch, hoppla, wehren. Tiger Claw? Ja. Was machen die denn hier draußen? Komm her. Der ist ausgenockt. Wow. Fertigkeitssplitter Gewehre. Also hier in den Badlands gibt es ganz schön viele von diesen Fertigkeitssplittern. Das finde ich ganz cool. Ich glaube auch irgendwo hatten wir schon mal einen aufgesammelt. Ach, die scheinen hier irgendwie die Sixth Street überfallen zu haben. Ich schau mal kurz im Inventar, ob wir einen haben. Nee, sieht nicht so aus, als hätten wir noch irgendwelche Splitter. Okay. Dann passt mir das auch gut. Und weiter. Hey, die Ruffen jagen irgendwen in den Badlands. Das Wort Psycho ist gefallen. Guck dir das mal an. Wenn es ein Cyberpsycho ist, bring ihn nicht um, wenn möglich. Ich kann eine experimentelle Therapie für ihn organisieren. Und Tote kann man nicht therapieren. Ich schicke dir die Details. Mhm. Alles klar. Getötet durch ein Scharfschützengeschoss. Offenbar konvertiert da so ein Fanatiker Reffen auf ziemliche brutale Art. Sei vorsichtig, vielleicht hat der Typ militärisches Training. Zeugen haben gesehen, wie ein stiller alter Mann durch die Badlands streift und eine Spur von Leichen hinter sich zurücklässt. Oh je. Das klingt gar nicht gut. Reifenspuren. Von einem Pickup. Okay. Noch ein Cyberpsycho also. Oh, vielleicht sollten wir schauen, ob die anderen auch was haben. Ja, auf jeden Fall haben die ein bisschen Geld. Oje, oje. Also halten wir auch mal den Kopf flach, aber ist natürlich für einen Scharfschützen eine gute Umgebung. Einfach alles so eben und flach. Ja. Scheint irgendwie ein alter Scharfschütze zu sein. Die liegen ja überall hier. Wer hätte das gedacht? Oh oh. Zion Wild. Oh fuck. Er hat sich irgendwo da oben versteckt. Ja. Dann sagen wir mal Hallo. Doch, ich wusste es, dass hier irgendwo Minen liegen. Diesmal habe ich sowas erwartet. Gut, dass wir unsere Gorilla-Arme haben. Oh, auch praktisch. Ich würde mal da von der Mine weggehen. Ach, er kommt runter. Ja, das soll uns recht sein. Hab das Gefühl, wir können die irgendwie so stunnen. Mit unseren Gorilla-Armen. Ja, jetzt will er wieder hochklettern. Nichts übersehen.
Der ist aber irgendwie verkeilt an dem Ganzen hier. Ich habe das Licht gesehen. So alt wirkte der Kerl nicht. Ich weiß, wie viele meiner alten Waffenbrüder ziellos durchs Leben wandeln, Tag für Tag, von der Hand in den Mund leben, während ihre Seelen sich langsam in Apathie auflösen. Deshalb schreibe ich diese Zeilen, um Gewissheit zu vermitteln. Der Sinn eures Daseins liegt direkt vor euch. Ihr habt ihn nur noch nicht wahrgenommen. Heute wurde ich einer schwierigen Prüfung unterzogen, doch ich habe sie lebend überstanden und nun hat mein Leben wieder einen Sinn. Es begann alles mit einem Job der VDBs, der Voodoo Boys, okay. Nichts Kompliziertes auf den ersten Blick. Für einen alten Hasen wie mich so leicht wie Zielen und Schießen. Ich recherchierte also kurz und meldete noch am selben Tag den Abschluss der Mission. Doch dann geschah etwas Sonderbares. Anstatt meine Bezahlung zu erhalten, sah ich ein gleißendes Licht vor meinen Augen und vor mir erschien der Wächter der Grenzen zwischen dem Leben und dem Tod. An meine Freunde, die in Armut leben, verliert nicht die Hoffnung. Der Tag wird kommen, an dem ihr wie ich von den Göttern geprüft werdet und eine zweite Chance bekommt. Verschwendet sie nicht, wir werden einmal mehr Seite an Seite kämpfen. Ich lege den Pfad ins heilige Land offen. Die Loa-Götter verlangen dafür ein Opfer. Schließt euch mir an. Okay, ja, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie die Voodoo-Boys hinter den Cyber-Psycho-Attacken stecken. Also die hätten auf jeden Fall die Mittel dazu. Und wenn alle Leute hier in Night City einfach voll mit Cyberware sind, dann können die wahrscheinlich auch einfach kontrollieren. Ich wollte jetzt hochklettern, weil ich da oben auch ein bisschen Loot vermute, aber da ist im Prinzip gleich eine Mine. Machen wir die mal so kaputt. Schauen noch mal kurz nach. Aber wahrscheinlich wird es dann hier doch nichts geben. Ah, schade. Okay. Dann ist hier gleich die nächste Nebenquest und wir schicken noch schnell die Nachricht an Regina. Das hier ist die. Hab es geschafft, den Typen lebendig zu schnappen. Er heißt Zion Wild, hat einen Haufen durchgebrannte militärische Kampfimplantate, hat sich seine Opfer immer von den Reffenschiff geschnappt, damit die Loa-Götter ihm den Weg in die heiligen Gefilde eröffnen würden. Ich weiß nicht, ob er zu viel gebetet hat oder ob seine angesenkten Schaltkreise ihn völlig gaga gemacht haben, aber irgendwas ist da so richtig schief gelaufen. Vielleicht findest du ja mehr heraus. Ich habe mal ein wenig über Zion Wild recherchiert und eine Liste von Militäreinsätzen gefunden, an denen er teilgenommen hat, bevor er ganz von der Bildfläche verschwunden ist. Das einzig Auffällige war, dass er mal dabei erwischt wurde, wie er im Rathaus auf den Boden gepisst hat. Irgendwann ist er dann in Pacifica gelandet, wo er hier und da für die alten Kameraden gearbeitet hat. Diese Konversion muss erst vor kurzem stattgefunden haben. Ja, seltsam. Aber ich glaube, von den Cyberpsychos gab es auch nur eine bestimmte Anzahl an Nebenaufgaben. Und ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele abgeschlossen. Hör mal, ich brauche dich für den nächsten Auftrag. Und du wirst deinen Adrenalinschub lieben. Draußen in den Badlands steht ein Auto mitten in einem Minenfeld. Und du musst es für mich holen. Ich mache dir nichts vor, du könntest dabei hochgehen. Aber so ist das Leben, oder? Details findest du im Anhang. Och Mann, warum sind denn die Badlands so krass vermint? Oje, oje. Die Badlands sind mit entschärften Minen aus dem Jahr 2071 gespickt. Nachdem einige Pechvögel durch diese entschärften Minen jedoch entbeint wurden, machen die Leute einen Bogen um diese Gebiete. Ah, da ist die Erklärung. Es sei denn, sie wollen etwas schmuggeln. Zahlreiche Schmugglerrouten verlaufen durch die alten Minenfelder. Riskant ja, aber gleichzeitig auch brillant. Warum sollte jemand dort Grenzwachen aufstellen, wenn die Minen schon den Job erledigen? Aber hört zu, ein Schmuggler ist mitten in einem dieser Minenfelder mit seinem Wagen gestrandet. Vielleicht war sein Tank leer, vielleicht hat er einen Herzinfarkt, vielleicht hat er angehalten, um sich selbst zu finden. Ja, vielleicht war das Zion Wild.
Wer weiß das schon? Und wen interessiert's? Ich weiß nur, dass ich die Schmugglerrouten nicht kenne und sie mir jetzt quasi in den Schoß gefallen sind. Besorg mir das liegen gebliebene Fahrzeug. Ich kenne ein paar Nomaden, die großzügig für diese GPS-Daten bezahlen würden. Na schön. Dann begeben wir uns mal da vorsichtig durch. Können wir die nicht einfach entschärfen? Und warum fliegt da hinten irgendwas? Na dann schön über die Felsen. Die sind ja nicht vermint. Ich würde die einfach alle in die Luft jagen. Also die Drohnen hier sowie die Minen. Kaputt, kaputt. Da ist das Fahrzeug. Das hat die erst jetzt mitbekommen. Bisschen spät. Ja, ja, ist gut. Oh, die scheint ein bisschen robuster zu sein, die da hinten. Ich komme ein Stückchen näher. Ah, ein Schuss hat noch gefehlt. Oh, was Episches. Vorsichtig. Oh nein, sag bloß, der ist... Fuck! Noch ein Idiot, der sich für einen Glückspilz hielt. Vor der Überdosis ging's ihm wahrscheinlich super. Das hat man davon, Maelstrom-Shit auszuprobieren. Härteren Scheiß gibt's nicht. Ihre verbrutzelten Synapsen springen sonst auf nichts mehr an. Vollidiot. Sein Output sitzt bestimmt in Albuquerque. Nicht ahnend, dass Jaros Hirn jetzt Matsch ist. Na dann, haben wir hier einen freien Weg. Sieht nicht so aus. Ich mach uns mal hier kurz eine kleine Straße frei. Ich hoffe, das reicht. Ne, da hinten ist noch eine. Oh nein, die treffen wir nicht. Komm schon. Das ist ärgerlich. Ich glaube jetzt. Ja, super. Also in dem Wagen sieht man ja gar nichts, wenn alles so zu ist. Wie? Wir haben Gesellschaft. Oh. Konzentrieren! Na los! Es geht weiter. Spannend. Oh, Johnny sitzt da auch ganz cool drin. Können wir die nicht einfach bekämpfen? Oh, Moment mal. Die machen den Wagen kaputt. Mach den kalt! Keine Gnade! Probier's. Nicht hinterm Wagen verstecken. Na, das komme ich nicht dran. Gott, oh Gott. Ja, jetzt muss der definitiv zu einer Werkstatt, so wie der brennt. Dann schnell rüber. 2 Kilometer. Warum? Ich drücke nur auf W. Und das Auto fliegt hin und her. Ach du meine Güte. Ja, wir sind Profis. Ganz vorsichtig. Vielleicht dürfen wir auch einfach nicht so schnell fahren. Ja.
Gott, ich glaube noch ein paar Schüsse und das Ding wäre uns um die Ohren geflogen. Na, querfeldein. Warum nicht? Ein paar der Kakteen können wir auch einfach umfahren. Das Ziel ist in Reichweite. Da möchte man meinen, als Nomade könnte ich besser mit dem Auto umgehen. Aber darauf kann man irgendwie nicht skillen. Hey Dakota. Das nächste Auto für dich. Ah, schön. So gefällt mir das. Bis zum nächsten Mal, Bruder. Abgeschlossen. Vielen Dank. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, sie sagt, ja, schön sorgfältig, aber so sorgfältig war das nicht. Okay. Dann gibt's hier unten nur noch einen Wagen. Wir haben hier drüben alles erstmal soweit fertig. Da ist noch eine Nebenmission. Da gibt's noch eine Person zu retten. Genau, kümmern wir uns um die Sachen hier unten. Wobei, vielleicht... Ah ne, ich dachte, vielleicht ist das nicht so weit weg und wir können hinlaufen, aber es ist dann doch schon fast einen Kilometer entfernt. Oh! Jetzt läuft auch noch Never Fade Away. Ich liebe diesen Radiosender. Gut, dass wir den eingestellt haben für unsere Arch. Let's go! Noch ein Cyberpsycho. Davon gibt es auch anscheinend hier viel zu viele. Oh, schade, dass man das nicht mehr hört, wenn man runtersteigt. Das Radio hätte ruhig anbleiben können. Sieh mal einer an. Blut. B-. Unbekannt. Aha. Das ist irgendwas Seltenes. Und ein Kaugummi. Was Seltenes und ein Kaugummi. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Noch mehr Blut, okay. Für eine Cyberpsycho-Attacke nichts Ungewöhnliches. Da liegt jemand. Crusher. Dickes Baumwollhemd mit Nanogewebe. Das klingt sehr, sehr cool. Okay. Folge der Blutspur. Ah, aha, wir hätten da also von hier anfangen sollen und da weiterlaufen. Okay, ich sehe gerade, wir sind überladen. Ich räume kurz das Inventar auf. Okay, und dann holen wir uns den Cyberpsycho. Das heißt, von der Seite, wie wir irgendwie angefahren sind, war das schon der Weg, wo wir eigentlich hin müssten.
Hoffentlich sind hier keine Minen irgendwo. Doch, da hinten habe ich irgendwas schon gesehen. So ein rotes Minensymbol. Und ich höre schon irgendwas rumstapfen. Oh Gott, was ist das denn? Euralio Alma. Ist das so ein Kerl wie Adam Smasher? Ich warte dann hier. Das ist auf jeden Fall der Cyberpsycho, aber warum sieht er aus wie Adam Smasher? Takedown. Na dann. Oh Gott. Was? Was ist das denn? Gut, dass ich hier gerade zwischengespeichert habe. Wie neutralisieren wir den nicht tödlich? Fragezeichen. Ich schau mal kurz für welchen Schwierigkeitsgrad. Mittel. Das ist Mittel. Der Kerl ist Mittel. Natürlich. Warte dann hier. Das juckt den gar nicht. Das hat er nicht mal gemerkt. Wo ist er hin? Oh, da hinten. Guten Tag. Der kann einen One-Shotten. Okay. Also ich hatte das jetzt noch ein paar Mal probiert gehabt. Aber der Typ muss uns einfach nur einmal treffen und wir sind hinüber. Also wer auch immer den Schwierigkeitsgrad auf Mittel gestellt hat, der hat gelogen. Und das will ich eigentlich noch nicht machen. Gehen wir mal noch hier rüber und dann zu den Nebenmissionen da drüben. Das ist ja heftig gewesen. Der Kerl. Puh. Das da hinten schaffen wir noch, die SOS-Mission. Aber der war wie Adam Smasher. Der war schnell, der war stark, ausdauernd und hatte auch noch starke Waffen und AOE-Damage. Das ist schon einfach alles. Das will man eigentlich nur bekämpfen, wenn man selbst sehr gut ausgerüstet ist. Und wir dürfen ihn ja nicht mehr umbringen. Das heißt, wir hätten ja irgendwie mit den Gorilla-Armen ihn ausnocken müssen. Ich finde unseren Schatten übrigens sehr unterhaltsam, wie der hier aussieht. Oh mein Gott, ist das die Müllhalde, wo Dexter DeShawn uns auch fertig gemacht hat, beziehungsweise wo Takemura uns gerettet hat. Huch! Wer hat da mit dem Müll auf uns geworfen? Komm raus und zeig dich. Gibt's hier irgendwelche Minen? Man kann ein Pferd zur Tränke führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Ich versuche seit Jahren mit Iris Tanner zu arbeiten, aber die sture Stute schlägt jedes Mal nach mir aus. Nette Anfragen, eine gute Bezahlung. Nichts hat funktioniert. Immer dieselbe Antwort. Keine Geschäfte mit Fixern. Jetzt sieht sie das scheinbar anders. Warum? Weil die Wraiths sie entführt haben. So schnell kann's gehen. Wenn du ihr hilfst, wird sie mir vielleicht endlich mal entgegenkommen. Details findest du anbei. Okay, danke. Das heißt, sie müssen wir retten. Iris Tanner ist die beste Tech-Expertin, die ich in all meinen Jahrzehnten außerhalb der Stadt getroffen habe. Auto hat den Geist aufgegeben, Wasserfilter funktioniert nicht richtig, Generator will nicht mehr. Ruf Iris an, gib ihr 5 Minuten und sie kümmert sich drum. Aber es gibt eine Sache, mit der sie sich überhaupt nicht auskennt. Menschen.
Zumindest ist ihre Menschenkenntnis miserabel. Sie war dumm genug, sich auf Geschäfte mit den Wraiths einzulassen. Es ist extrem gefährlich, wenn man die sauer macht, aber es ist fast noch schlimmer, wenn sie mit einem zufrieden sind. Anstatt Iris für ihre gute Arbeit zu bezahlen, haben sie sie entführt. Du fragst dich, warum die Wraiths eine Frau einführen, die nichts weiter braucht als ein uraltes Radio, um einen Notruf abzusenden? Dazu werde ich, Dakota Matt Coyote Smith, älteste Tochter des Pomo-Stammes, ältester Fixer in den Badlands, dir meine Expertenmeinung geben. Sie sind strunzdumm. Okay. Also holen wir sie da raus. Da laufen auch schon die ersten rum. Überlasten wir mal das Ganze. Ich sehe auch nicht, dass wir das in irgendeiner Form leise machen müssen. Und solange die kein Adam Smasher auf ihrer Seite haben, fühle ich mich hier eigentlich sehr wohl. Das wirst du verfickt nochmal bereuen. ja. Sah nicht so spektakulär aus, wie es eigentlich sein sollte. So. Ich glaube, jetzt bereut er das. Endlich passiert mal was. Naja, du bist hier in den Badlands. Da kann man nicht viel erwarten. Maschinengewehr. Noch so einer von der schnellen Sorte. Oh. Noch so einer von der zerfetzten Sorte. Haben wir sonst noch irgendwen? Da guckt einer raus. Das fühlt sich schon sehr mächtig an. Aber das ist halt auch eine Powerwaffe. Also eigentlich können wir mit denen auch nicht so viel anfangen. Okay. Aber effektiv sind sie dann trotzdem. Wow, Streetcred schon auf 48. Iris, bist du hier? Hat ja ewig gedauert. Iris Tanner, ich soll dich hier rausholen. Haben sie dir wehgetan? Nein, wir waren noch in der Verhandlungsphase. Haben schlagende Argumente vorgebracht, war nur eine Frage der Zeit. Unterm Strich hätte ich lieber für die Reffen gearbeitet, als in Stücke gehackt zu werden. Na los, lass uns abhauen. Ohne mein Auto gehe ich nirgendwo hin. Steht in der Garage. Das gehörte nicht zum Deal. Sag mir wenigstens, dass dieses Auto schnell ist. Nein, es war nicht Teil des Deals. Und nein, schnell ist es auch nicht. Das kann doch unter uns bleiben, huh? Ich bezahle dich auch dafür. Warten wir ab, wie es läuft. Jetzt müssen wir auch noch den Wagen holen. Und der ist nicht mal schnell. Naja. Solange er sich gut steuern lässt, ist mir das eigentlich auch egal. Oh, Moment. Wir haben es aber nicht in die Luft gejagt, oder? Ja. Schauen wir mal noch kurz, was hier alles auf uns wartet. Bisschen was zu futtern. Da drüben ist es. Aber den restlichen Loot will ich auch hier nicht einfach nur rumliegen lassen. Von dem her schnappen wir uns das auch noch alles. Oh, und das ist was Episches. Ich habe mir doch schon sowas gedacht. Epische Pistole. 545 Euro-Dollar. Na, immerhin. Von den Aldecaldos? Ist sie Nomadin? Okay, und jetzt rein. Ich
wollte gerade sagen, wir hätten die Motorhaube noch schließen können. Danke, dass du mein Auto geholt hast. Nicht der Rede wert. Warum wolltest du vorher nicht mit Dakota arbeiten? Ich mag Fixer nicht besonders. Nichts anderes als Zuhälter minus die Sonderbehandlung. Okay. Ich will meine Kunden selbst aussuchen, eigene Regeln machen. Außerdem nimmt sich keiner einen Anteil von deinen hart verdienten Eddies, wenn du allein bist. Dann ist das hier also eine Ausnahme? Die letzte, hoffe ich. Ja, immerhin. Jetzt hat sie Dakota trotzdem gebraucht. Ich verstehe das mit dem Fixer-Konzept auch noch nicht so, aber im Prinzip, wenn man halt Arbeit braucht, dann hat man eine zentrale Anlaufstelle und gerade für so Söldner wie Vi ist das, glaube ich, doch schon ganz, ganz gut, wenn man sich so Kontakte aufbaut, Arbeit bekommt und sich das dann halt rumspricht. Zumindest scheint es sich ja für uns sehr stark rumzusprechen, so wie wir von allen möglichen Stellen immer angerufen werden. Ich fahre hier mal kurz querfeldein, weil die Werkstatt eigentlich da drüben ist. Ich weiß nicht, wo uns das GPS hinlenken wollte. Aber so ein Wagen von den alten Kaldos schafft das doch, oder? So, noch eine Wagenlieferung. Da können wir jetzt auch direkt mit Dakota sprechen. Jamal, Bruder. Dakota? Iris Tanner, wie bestellt. Schwester... Lass den Scheiß, okay? Ich bin niemandes Schwester. Sag mir einfach, was ich tun soll. Danach sind wir quitt. Na, ihr zwei versteht euch ja blendend. Danke für alles, Vi. Ich zeig mich gern irgendwann erkenntlich. Stell sicher, dass du kriegst, was sie dir schuldet. Vi hat keinen Grund zur Sorge. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Vielleicht ist das ja jetzt noch jemand, der uns anrufen wird für eine weitere coole Sidequest. Aber ja, damit würde ich sagen, war es das auch erstmal wieder hier von den Nebenaufgaben in den Badlands. Wobei ein paar haben wir noch, aber den Großteil, den haben wir soweit abgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.